Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Da wird gerade noch fleißig geschmiert. Bei uns geht es heute auf Kitzbüheler Horn. Und Nähmaschinenöl. Harz und säurefrei. Das Beste vom Besten, darf ich sagen. So, wilder Kaiser im Hintergrund, Strommasten im Vordergrund, aber es hilft nichts. Die sind halt auch da, gell? Ich kann sie nicht wegmachen. So, hier gibt es ein paar Hard Facts sozusagen. 10 Kilometer, 1200 Höhenmeter, maximale Steigung 25%. Das ist auf 1,25 Meter. Ja, und das kommt gleich nach dem Wasser auffüllen, ziemlich weit oben. Das ist nicht mehr morgen. Dann werden wir vielleicht noch zum Gipfel fahren, oder? Zum Gipfel, zu der Summit, zum Alpenhaus, sonst also noch 223. Du musst die Hard Facts ja schon richtig sagen. Genau. Aber da ist es in Summe fast schlimmer, weil die ganze Strecke nämlich relativ steil ist, ja, finde ich. Und das andere ist halt so ein Stich. Naja, wir nehmen euch mit, schaut es euch an. Wir sind beim Hochstrampeln. Da oben seht ihr schon die Antenne vom Gipfel. GoPro hängt mal wieder, deswegen jetzt mit dem Handy. Hier geht super malerisch rauf. Fast wie aus dem Bilderbuch. Kühe auf der Alm, wilder Kaiser im Hintergrund. Dadurch, dass wir ja hier aus der Region kommen, fällt einem das immer gar nicht so auf, sondern halt überall anders. Aber eigentlich ist es hier schon wirklich auch sehr malerisch. Was gibt's zum Sagen? Ah, ein Auto stört die Idylle. Ja, der Herbst ist ja der Idylle da, weil recht wenig los ist. Und schon kommt das Auto, um das zu unterstreichen. Das sind aber keine Heimische. Ja, darf. Na gut. Ja, doch, schaust du. Nein, ist wirklich ein Traum. Kitzbüheler Horn. Wenn es oben zu ist, das Alpenhaus ist auf der Straße, kann man ja verkehren, dann ist es super. Im Sommer würde ich nicht fahren, weil da ist Hochbetrieb auch nicht mehr da. Den Herbst kann man nicht mehr leugnen. Bei den Farben von den Blättern. Steilste Stücke im Hornabhill. Aber geht. Kein Vergleich zu Italien. Ja, wir nähern uns vor Martin und Vicky unser großes Ziel. Aber jetzt sind wir erstmal am Alpenhaus. 1670. Es ist mega warm, es ist richtig geil heute. Echt eine schöne Herbsttour. Weiter geht's. Jetzt sind wir schon über dem Alpenhaus. Der Gipfel ist nahe. Vorne selber, ja. Das schaut genau aus, ja. Das stimmt. Die letzten Meter. Hier geht's gefühlt steiler rauf als bis zum Alpenhaus. Auch wenn die Hard Facts da ja was anderes sagen würden. Aber ich glaube, die lügen. Oben sind wir. Jausenzeit ist angesagt. Landjäger. Apfel. Und bei der Vicky auch erstmal ein Apfel. Und hier wird ausgeruht und die Sonne genossen. Ja, am Horn ist schon ein bisschen was los, aber einen kurzen Panoramaschwenk machen wir jetzt einfach trotzdem, weil die Aussicht ist schon ziemlich geil. Hier natürlich wieder wilder Kaiser. Da drüben die Loferer Steinberge. Und hier kommen Martin und Vicky.
stört mich. Da haben wir es jetzt, unseren Horngipfel, wo wir gerade waren, den Martin und nochmal den wilden Kaiser. Oh Gott! Ja! Oh,
anfangen jetzt. Noch zu Kern. Diesmal habe ich mich durchgesetzt. Der Martin hat am Schwarzsee parken wollen, dann muss er auch hier einkehren, habe ich mir gedacht. Im Hintergrund übrigens, passend zu unserem Video, sehen wir das Kitzbühlerhorn. Hey, besser geht es ja nicht. Kitzsteinhorn. Ja, ja, natürlich. Habe ich mich jetzt wieder vertan. Aber es ist so groß, da kann man nicht alles wissen. Ja, dafür jetzt schon ist gerade brutal Hochleistung vom Kitzsteinhorn. Ein bisschen Schnee hätte man schon gesehen. Ja. Ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yum, 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 yum. Schmeckt? Sehr gut. My heart is beating to your drum.